So, herzlich willkommen zurück. So, dann sind wir im nächsten Abschnitt. Und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Lege das Paket ab. Wo? Ja gut, alles klar, dann legen wir das Paket hier ab. Ah. Hallo. Ein Obergeschoss. Was haben wir denn hier unten noch? Was kann man denn hier sehen? Was haben wir denn hier unten erstmal noch? So, was haben wir denn hier? Öffnen. So, öffnen. Einschalten, okay. Okay, alles klar. Computergesteuerte Vögel, alles klar. So, die Umschaltungstaste muss man so dann nehmen. So, wir sollen ins Obergeschoss, dann muss man so, ja. Was sind wir denn da? Kuh. Oh, Lunge Mehl. Gut, bringt mir nichts. So, dann gucken wir uns das mal hier um. Was haben wir hier so? Da unten ist noch was. Da unten ist noch eine jede Menge Zeug, was ich da kann. Hier oben haben wir jetzt erstmal nichts. Gut. Was war das? Also hier kann ich das mal wecken. Okay, aber will ich das mal nicht. Wir werden gucken, was hier hinten noch ist. Aber hier komme ich nicht rein, ne? Ne, das Fenster. Wird alles klar. Guten Morgen, Karl. Guten Morgen. Es ist 10 Uhr. Es ist leicht bewölkt. 12 Grad Celsius, 80% Luftfeuchtigkeit mit hoher Regenwahrscheinlichkeit am Nachmittag. Klingt nach einem guten Tag, um im Bett zu bleiben. Ich habe die bestellte Farbe abgeholt. Oh ja, ganz vergessen. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir, nicht wahr, Markus? Du vergisst nie irgendwas. Okay, was ist jetzt hier meine Aufgabe? Medikament, so wie es aussieht. Ja. Zeigen Sie mir Ihren Arm, bitte, Karl. Nein. Karl? Dankeschön. Hm. Ich bin gerade erst aufgewacht und schon wird es unangenehm. Hm, okay. Menschen sind so schwache Maschinen. Sie gehen viel zu schnell kaputt. All die Mühe, um sie zu erhalten. Hey, was ist mit dir passiert? Oh, es ist nichts. Nur ein paar Demonstranten auf der Straße, Karl. Was für ein Haufen Idioten. Glauben die wirklich, es hält den Fortschritt auf, wenn sie Androiden verprügeln? Ich hoffe, du bist nicht verletzt. Oh, nein, nein. Sie haben mich nur geschubst, Karl. Mir geht's gut. Okay. Ich bringe sie jetzt ins Badezimmer. Oh. Okay, das wollen wir auch machen. Ja, ist nicht schlecht. Ja, das ist, wie gesagt, das ist schon mal nicht schlecht gemacht. Auch jetzt hier vom Alter her die ganzen Tattoos und so, da kann ich mir schon sehr gut vorstellen, wie es dann später dann mal bei mir aussehen wird. Aber ich finde das schon sehr gut gemacht, das ist schon Hammer. Auch jetzt hier die Namen geht's von den Menschen und so, schon ist gut gemacht, wirklich. Nicht schlecht. Liegt heute eigentlich irgendwas Besonderes an? Ja, die Eröffnung ihrer Retrospektive im Museum für moderne Kunst. Mhm. Der Direktor hat schon 4-mal angerufen und möchte wissen, ob Sie kommen. Hm. Okay. Ich habe mich noch nicht entschieden. Das werden wir dann später sehen. Okay. Was noch? Nur die übliche Fanpost. Ist schon beantwortet. Hm. Irgendwas von Leo? Nein, Karl. Soll ich ihn für Sie anrufen? Nein. Nein, lass gut sein. Ja. Kann ich jetzt nehmen, ja. Hallo? Ja, wollte ich gerade sagen. Also gut, komme ich jetzt auch hier unten zum Suchen. Hey, ich hab Hunger. Ihr Frühstück ist fertig. Speck und Eier, so wie Sie sie mögen. Danke, Markus. Gern geschehen. Wo stellen wir den hin? Ich sehe hier nichts. Ah, okay. Frühstücksservierung, na gut. So, haben wir denn hier was? Da hinten haben wir was. Danke, Markus. Fernseher. Die Spannungen in der Arktis vertauschen sich, seit Russland das Gebiet einseitig als Teil seines Staatsgebiets deklariert hat. Seit Samstag haben russische Kriegsschiffe in der Barentssee Positionen bezogen und die russische Flagge weht über dem Eisfeld. Der russische Präsident... Warum suchst du dir nicht was zu tun, während ich frühstücke? Hm, klar. Hm? Okay, klar. Okay, was haben wir denn hier so? Schön ist, wir gucken erstmal so an. Ja, wir haben ja ein bisschen hier was. Jetzt denkt eine Ecke, was? Sind hier ist doch was. Cool. Mhm. Nee, lesen will ich jetzt nicht. Hier ist ein Buch. Oh. Hm. Hm. Was liest du? Platons Politeia. Das haben Sie mir empfohlen. Und, was meinst du? Mir gefällt Philosophie, glaube ich. Sie stellt Fragen, die ich nicht beantworten kann. Was richtig und was falsch ist zum Beispiel. Das ist oft gar nicht so einfach zu entscheiden. Es ist menschlich, Fragen zu stellen, auf die es keine Antwort gibt, Markus. Eines Tages werde ich nicht mehr für dich da sein können. Du musst dich selbst beschützen. Selbst entscheiden, wer du sein möchtest. Und werden willst. Diese Welt mag niemanden, der anders ist, Markus. Lass dir von keinem sagen, wer du sein sollst. Gehen wir ins Studio. Nee, das will ich noch nicht. Ich will erstmal gucken, was hier noch ist. Toll. Ja gut, egal. Hier kann man so, wie es aussieht, nichts freischalten. Aber wo ist das Studio? Das ist da hinten in der Ecke, oder was? Wow. So, wo muss er hin? Hm, steht nicht da. Wo waren wir stehen geblieben? Zieh das Laken weg. Wow. Putzt das Studio, okay. Wo kann ich denn hier anfangen? Mach mal hier mit da. Da aufholen. So, dann haben wir nur noch das da hinten. Alles klar. Dann gehen wir auch mal dahin. Bin schon längst vorbeigelaufen. Zeigt mir jetzt das Aufräumen. Ja, komisch. Aber egal. Wow. Und dann da noch, da ist noch was. Und so, da sind wir hier fertig. Alles klar. Also, was hältst du davon, Marcus? Ja, es hat das gewisse Etwas. Hm. Etwas für mich Undefinierbares. Ich glaube, ich mag es. Die Wahrheit ist, dass ich nichts mehr zu sagen habe. Jeder Tag, der vergeht, bringt mich näher an mein Ende. Ich bin ein alter Mann, der sich an den Pinsel klammert. Karl. Aber genug von mir. Lass mal sehen, ob du Talent hast. Versuch es mal. Versuch, was zu malen. Malen? Aber was soll ich malen? Einfach irgendwas. Versuch's einfach. Na gut. Nicht schlecht. Dann malen wir was, aber was ist die Frage? Hm. Ein Motiv zum Malen. Eine Statue malen, Tisch malen, was haben wir noch? Handgebilde malen. Hm. Was machen wir? Ja, kommen wir mal den Tisch. Okay. Dann malt nur Linien, so wie es aussieht. Eine perfekte Kopie der Realität. Doch beim Malen geht es nicht um das Kopieren der Welt. Es geht um Interpretation, Verbesserungen, deiner eigenen Sichtweisen. Karl, ich glaube... Das kann ich nicht, das steht nicht in meinem Programm. Na los, mach schon, geh an die Leinwand. Okay. Bin schon mal gespannt. Tu mir einen Gefallen. Schließ die Augen. Schließ die Augen. Vertrau mir. Stell dir etwas vor, das nicht existiert. Etwas Unbekanntes. Jetzt konzentrier dich auf das, was du jetzt fühlst. Und führe deine Hand unbefangen über die Leinwand. Ja, überhaupt die Menschheit. Gut. Hoffnung. Das ist mir auch normal. Okay, alles klar. Ich bin schon gespannt, was da rauskommt. Oh mein Gott. Hey Dad. Leo. Hab dich nicht kommen hören. Ah, ich war in der Gegend. Dachte, ich schau mal rein. Wurde doch Zeit, nicht? Geht es dir gut? Du siehst nicht so aus. Oh ja, ja, alles klar. Hör mal, ich brauch Kohle, Dad. Schon wieder? Was ist denn mit dem Geld von neulich passiert? Naja, es ist halt weg, weißt du? Ja. Ja, du bist wieder drauf, nicht wahr? Nein. Nein, nein, das ist es echt nicht. Ja, lüg mich nicht an, Leo. Was macht das für einen Unterschied? Ich brauche Geld, das ist alles. Tut mir leid. Die Antwort ist nein. Was? Warum? Du weißt warum. Ja, ja, ich weiß warum. Dir liegt mehr an deinem Plastikspielzeug als an deinem Sohn, hä? Sag schon, Dad, hä? Was macht ihn besser als mich? Ist er klüger? Oder folgsamer? Nicht so wie ich, hä? Aber weißt du was? Das Ding ist nicht dein Sohn. Nur eine Scheißmaschine! Leo, das reicht jetzt! Es reicht! Dir liegt nur was an dir selbst und deinen Scheißbildern. Du hast nie jemanden geliebt. Du hast mich nie geliebt, Dad. Du hast mich nie geliebt. Okay, krass. Warte mal, kann ich jetzt nochmal ein Stück zurückgehen? So, das sind nur einzelne Dinge. Ah, da oben hätte ich schon was machen können. Achso, ich hätte mir eins von denen aussuchen können. Ah, hier unten hätte ich auch noch was machen können. Ja gut. Ist ja auch nicht so schlimm. Ich würde ja sagen, Statistik verfügbar. Also. PlayStation. Okay, alles klar. Naja. Ich würde dann sagen, dann ist hier auch die Folge jetzt hier schon wieder beendet. Wenn es euch gefällt, lasst mir ein Like da. Oder einen Daumen. Däumchen. Unten oben. Wie ihr möchtet. Und ja. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Was Band ist auch immer guckt, und ich würde sagen, dann bis dann. Ciao.